Arigato. Und das heutige Thema sind Kamon, also japanische Familiensymbole, Family Crests, also solche Marks, solche Symbole, sozusagen, die die Familie repräsentieren. Das Interessante bei diesen Familiensymbolen ist eigentlich, dass es sozusagen nicht nur den hohen Adel vorbehalten war, solche Kamons zu führen, sondern eigentlich jede Familie konnte das eigentlich machen. Und es gibt Kamons jetzt nicht nur für Familien, es gibt auch welche für Präfekturen, also sozusagen nicht nur für Einzelfamilien, sondern für also Präfektur ist ja ein, also wie bei uns in Österreich zum Beispiel Bezirke oder Landkreise in Deutschland oder die Kantone in der Schweiz. Also solche Sachen, für die gibt es auch eben diese Kamon. Genau. Ich habe jetzt mal eine kurze Übersicht und das Buch da, das sind von diesen Kamon einige drinnen. Ich zeige das mal ganz kurz her. Schaut das mal an und vielleicht werdet ihr das ein oder andere Bekannte schon irgendwo gesehen haben. Ja, also das sind Symbole, man sieht es sehr oft mit Blumen, sehr viele Blumen, teilweise sind auch Tiere dabei. Das können auch irgendwelche anderen Symbole sein, also Meereswellen zum Beispiel oder Gestirne, also hier zum Beispiel da unten. Das hier zum Beispiel, ein Sternsymbol. Ja. Das hier zum Beispiel werden wahrscheinlich alle Zelda-Fans kennen. Ja. Genau. So, die Ritter haben wir schon gehabt. Müssen wir schauen, was man da jetzt sieht. Genau. Ja. Und wenn ihr ganz genau schaut, vielleicht machen wir jetzt noch ein paar ganz wichtige. Also, das ist, glaube ich, mal das Wichtigste. Das ist das Kamon des japanischen Kaisers, das ist der die Chrysantheme. Ja. Genau. Darum ist es auch der Chrysanthemen-Thron sozusagen, weil das eben das Symbol des Kaisers ist. Das ist vom Tokugawa-Schrein, nicht vom Schrein, sondern also vom Tokugawa. Tokugawa Ieyasu, also einer von den ganz bekannten, berühmten Shogunen. Ne? Genau. Und wenn wir uns das unbedingt natürlich noch, wer das dieses schöne hier, also das Zelda-Symbol, sage ich immer, ja, das ist vom Hojo-Clan. Der Hojo-Clan war im 13. Jahrhundert nach Christus eine sehr starke Familie, eine sehr bekannte Familie, die auch Teile von Japan beherrscht hat. Ja. Also von dem her wird wahrscheinlich das der Ursprung vom Triforce sein von Zelda. Aber das Schönste von allen ist natürlich das hier. Das hier. Kennt ihr dieses Symbol? Wenn ihr es nicht kennt, dann schaut euch mal bitte das Logo an von japanischlernen.at. Das ist nämlich genau dieses hier. Ein bisschen verändert natürlich. Das ist nämlich das Emblem der Ito-Familie. Der Ito-Familie. Und was da dargestellt wird, das ist die Fuji-Blume, beziehungsweise der Blauregen auf Deutsch. Auf Japanisch ist das die Fuji-Blume. Und was hat das damit zu tun eigentlich? Also die Fuji-Blume hat jetzt nichts mit dem Fuji, mit dem Berg zu tun, sondern die Fuji-Blume, vielleicht so, genau, die Ito-Familie hat mehrere Kanji. Und das erste, das I von, das To von Ito, ist die chinesische Lesung von Fuji. Ja? Und vielleicht hast du schon mal gehört, die Fujiwara, der Fujiwara-Clan. Der Fujiwara-Clan war ein sehr, sehr bekannter Clan, also eine sehr bekannte Familie in der Heian-Zeit. Also die haben sehr, sehr oft den japanischen Kaiser gestellt. Also aus der Familie sind sozusagen die Kaiser entstanden damals. Also jetzt nicht ganz am Anfang, weil ursprünglich waren ja die japanischen Kaiser, oder ist es ja traditionell so, dass man geglaubt hat in Japan, also glauben nicht wirklich, aber so die Geschichte dahinter ist ja die, dass die japanischen Kaiser direkte Abstammung der japanischen Götter sind. Ja? Und eben von dieser Familie, gibt es einen riesigen Stammbaum, der sich da aufteilt. Jetzt muss ich schauen, ob ich das irgendwo habe. Ich habe nämlich eben das ist das Kojiki, das ist das uralte Geschichtsbuch der Japaner, wo dann ganz genau drinnen steht, welcher
Kaiser stammt von welchen ab und welcher Gott war das dann der letzte, sozusagen bis zum jetzigen Kaiser. Da kann man es ganz genau nachvollziehen. Das sind dieser ganze Stammbaum drinnen, sozusagen, wer da von welchem Gott und so weiter abstammt. Genau. Aber dieser Fujiwara-Clan, hatte ein Problem in der Heian-Zeit, weil der ist dann leider durch die Taira geschlagen worden. Die Taira war die andere große, starke Familie in Japan, also in Kyoto. In Kyoto ist Kyoto die Heian, noch Heian geheißen, also in der Heian-Zeit. Heian-kyo hat das die Hauptstadt damals geheißen. Und nachdem sie da geschlagen worden sind, ist ein Teil davon, von dieser Fujiwara, ja, genau, von dieser Fujiwara-Familie geflohen, und zwar nach Ise. Und darum hat die Ito-Familie, so, am besten glaube ich, ich schreibe euch das Kanji auf. Schreibe ich das ganz kurz auf. Moment, einen Stift dazu. Ah, da ist noch alles vollgeschrieben von gestern. Sorry, ganz kurz. Also, und das I von Ito, das ist das I von Ise. Also sagen die, der Clan, der, ups, der Teil vom Fujiwara-Clan, der sozusagen dann nach Ise geflohen ist, ist eben dann die Ito, der Ito-Teil sozusagen geworden. Ja. Also To, die chinesische Lesung von dem Fuji, vom Fujiwara-Clan, also von den Blumen drauf. Ja. So, jetzt wäre natürlich super, ich könnte euch da den Screen teilen, damit ihr das seht. Ah, ich mache das ein bisschen anders. Ups. Ein Problem, dass ich jetzt keinen Platz habe. So. So. Gut. Also, das I von Ito, das kennt ihr wahrscheinlich. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Und zwar ist das I von Ito nämlich auch das, wo das Katakana I abgeleitet wird. Und die Fuji. So, genau so. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. So, ich zeige jetzt das Kanji. So, schauen, was ihr da noch seht. Kompliziert. So. Hier. So, wo bin ich jetzt? Verschwunden. So, hier sind wir zurück. Genau. Gut, seht ihr das? Genau. Ja, genau. Also ups. Das ist sozusagen das I von Ise. Also Ise sollte wahrscheinlich bekannt sein. Ise ist ja einer von den ganz wichtigsten Schreinen in Japan, ja, wo die Amaterasu verehrt wird. Und das ist eben das I. Und das da, das ist die Fuji-Blume. Aber eben die japanische Lesung, Fuji. Aber wenn es jetzt ein Wort ist, das aus mehreren Teilen, aus mehreren Kanji besteht, dann nimmt man eben die chinesische Lesung. Und die chinesische Lesung von Fuji ist eben To. Ito. Genau. Also der Ise-Teil der Fujiwara-Familie sozusagen. Genau. Ja. Und wenn man sich jetzt das Kanon nochmal genau anschaut, ups. Dieses hier, ja, dann sieht man hier, dass das die Fuji-Blume ist. Und zwar nach unten. Ja. Das ist das Sagari Fuji. Ja, Sagari von runterhängen, von runtergehen. Genau. Sagari Fuji. Sagari Fuji ist, ne? Genau. So, das ist einmal das, was ich euch erzählen wollte. Genau. Also das mit diesen Family Clans finde ich, also mit diesen Symbolen finde ich schon sehr nett. Also das ist eben, es muss jetzt nicht sein, dass es jetzt eine super wichtige Familie ist, sondern auch jede. Also es gibt ungefähr so 10.000 verschiedene von diesen Kamons. 300 sind die sehr häufig verwendet werden, aber es gibt da also doch eine ziemlich große Anzahl von diesen. Gut, das ist einmal das eine, das ich euch erklären wollte. Das andere Thema, was ich heute noch mitgebracht habe, euch ist zwei Symbole, die ihr auf jeden Fall sehen werdet, wenn ihr in Japan seid und ihr vielleicht in ein Restaurant gehen wollt oder in ein Geschäft einkaufen gehen wollt. Und zwar Egyo, Egyo-Kyo.
Genau. So, das nur kurz aufschreiben. Und zwar dieses Symbol, also die Bilder, die ich euch da gestern schon gepostet habe, wo ich da dieses Schild in der Hand halte, das sind die Schilder im Prinzip, wo drauf steht, dass das Restaurant oder das Geschäft geöffnet hat oder geschlossen hat. Nur steht da nicht, es hat geöffnet und geschlossen, sondern bei geschlossen steht dort, es ist noch in Vorbereitung. Ja? Ich schreibe das kurz, das Kanji hin. So, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja. So, das ist Jin. Und das B. Und das Ch. Und dann das E-Kyo-Ch. Damit ihr auch wirklich wisst. Also es hat ja schon etwas sehr Interessantes zu bedeuten, wenn man nicht draufschreibt, man hat geschlossen, sondern man ist in Vorbereitung sozusagen. Ja. Das ist ja... Also es ist immer etwas zu tun für den Gast sozusagen. Also wir machen das jetzt nicht, weil wir Pause haben, sondern wir bereiten uns während der Pause auf den Gast vor. Ne? Ups, so. Macht mir gerade den Stift schon kaputt. Also, das sind jetzt die Zeichen. Das erste, das hier, das ist das Junbi-Ju. Ja? Junbi heißt eigentlich Vorbereitung. Ja? Junbi-Shimasu, Junbi-Suru, ich bereite etwas vor. Zum Beispiel, Kohi o junbi shimasu. Ich bereite den Kaffee vor. Also irgendwas, o junbi shimasu. Ich bereite das und das vor. Genau. Dann drunter, das ist eigyo ju. Ja, eigyo heißt etwas führen. Also ein Restaurant oder ein Geschäft führen. Eigyo. Ja. Eigyo chikan, das schreibe ich jetzt auch noch dazu. Eigyo chikan sind die Öffnungszeiten. Also wo sozusagen da... das gemanagt wird. Eigyo Chikan. Ji Kan. So. Gut, also man sagt, das obere ist das Junbi-Ju, also in Vorbereitung. Das da ist Eigyo-Ju, sozusagen in Betrieb, also geöffnet. Dieses Ju heißt während. Ja, also es ist während der Vorbereitung. Und hier ist es während der Betriebszeit. Und dann haben wir hier Jikan. Das Ji, dieses Kanji hier, steht für Zeit, für Stunde. Und das hier für Intervall. Jikan heißt eine Zeitdauer. Eigyo Jikan sind also sozusagen die Öffnungszeiten, die Öffnungsdauer von dem Restaurant oder von dem So, jetzt sehe ich gerade, das Internet funktioniert nicht so gut. Welchen Grund auch immer. Werden wir gleich was anderes machen. Und zwar hier Internet verbinden. So. Wahrscheinlich seid ihr jetzt schon weg, aber was soll's. Ja, haben wir. Es geht, aber es funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Hm.